Also es ist wirklich, wirklich, wirklich für jeden was, dieses Buch zu lesen. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Ich möchte euch heute ein Sachbuch vorstellen zum Thema Lesen. Und zwar rede ich von dem Buch von Christoph Biemann und Thomas Montasser, Buchstabenzauber. Wie sie ihr Kind fürs Lesen begeistern. Das ist von dem beliebten Moderator von den Sendungen mit der Maus. Was ist in diesem Buch enthalten? Warum finde ich, dass man dieses Buch definitiv als Elternteil lesen sollte? Eins vorweg, meine Kinder lesen sehr gerne. Ich weiß nicht, was ich genau richtig gemacht habe oder nicht richtig gemacht habe. Sie lesen sehr gerne. Sie haben den Bezug zu Büchern. Ich habe viel vorgelesen, als sie klein waren. Also ich habe ihnen schon Bücher sehr, sehr nahe gebracht. Und dennoch hatte ich das Gefühl, ich möchte dieses Buch lesen und ich habe es auch tatsächlich nicht bereut. Denn zum einen steht in diesem Buch unglaublich viel darüber, warum Lesen eigentlich so wichtig ist. Wenn man jemandem erklären möchte, warum Lesen so wichtig ist, nicht nur was Wortbildung angeht, nicht nur was Fantasie angeht, nicht nur was Grenzen und Verständnis für andere Kulturen und alles öffnet, der ist dir bestens bedient, mal Argumente zu finden, um jemanden zu erklären, warum Lesen wichtig ist. Unter anderem auch Argumente zu finden für die Kinder, die fragen, warum muss ich denn lesen? Ich fand das unglaublich interessant. Es gab hier ein paar Punkte, die ich auch unglaublich interessant fand, was ich auch absolut umgesetzt habe, denn es geht immer noch mehr und es geht immer noch besser. Es gibt so Beispiele wie zum Beispiel, schaffen Sie Ihrem Kind eine wunderbare Leseecke, in das sie sich gerne zurückziehen. Tatsächlich war das so, dass meine Kinder einfach irgendwo zwischen Tür und Angel gelesen haben, was ich gar nicht so groß den Augenmerk darauf gelegt habe, ob das gut oder schlecht ist. Aber als ich dann tatsächlich mir ein Lesekissen für sie gekauft habe, eine kleine Ecke eingerichtet habe in ihrem Bett mit einer Nachttischlampe am Bett tatsächlich, ja, und eine Ablagefläche für die Bücher und, habe ich gemerkt, dass sie wesentlich mehr lesen. Also es ist eine Kleinigkeit, die ich geändert habe und trotzdem hat es eine große Wirkung gehabt. Hier wird auch, was ich unglaublich wichtig finde, und Leute, ich muss euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich war letztens beim Thalia. Und da kam ein Papa mit seinem Sohn und seiner Tochter rein. Seine Tochter hat sich irgendein Buch ausgesucht, die war schon ein bisschen älter, ich würde mal so tippen 15, 16, hat sich ein Buch ausgesucht, damit war der Papa durchaus zufrieden. Und dann hat sich der Sohn ein Minecraft-Roman geholt. Der Junge war vielleicht so 11, 12, würde ich sagen. Und dieser Vater hat ihn vor der gesamten Zuschauerschaft, von der gesamten Kundschaft, die da stand, so fertig gemacht. Wie kann er so einen Scheiß lesen? Das ist doch kein richtiges Buch. Wenn er so einen Kack liest, dann ist doch kein Wunder, dass er so dumm bleibt. Und dass er, soll er sich doch was Vernünftiges aussuchen? Dann hat der Junge halt aus Verzweiflung versucht, dass er was anderes zu finden. Und jedes Buch war schlecht. Ja, sowas kannst du doch nicht lesen, ist doch scheiße, guck dir das nochmal an, kannst nicht mal was Vernünftiges machen und. Also der hat ihn so derbe niedergemacht, wo ich sagen würde, ganz ehrlich, ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Vater auch nicht liest, aber seinem Sohn vorschreibt, was er zu lesen hat und was intelligente Literatur ist. Boah, ich war so sauer. Ey Leute, ich wäre am liebsten, und ich ohrfeige mich bis heute dafür, dass ich nicht zu diesem Vater gegangen bin und ihm gesagt habe, schämen Sie sich eigentlich nicht. Ich könnte mich so Tag und Nacht dafür schlagen, dass ich nicht reagiert habe. Das ist sowas, wo ich sage, hinterher ist man natürlich schlauer, aber ich würde sowas nie wieder durchgehen lassen, dass ich einfach nichts dazu sage. Ich bin nach Hause gegangen und es hat mich so festgehalten. Ich war so emotional am Ende. Natürlich bringt das jetzt nichts diesem Jungen, weil niemand was getan hat, aber dem Nächsten, den ich sowas begegnen würde, würde ich eins vor die Latz klagen, wo ich so denke, was fällt Ihnen eigentlich ein, diesen Jungen so runterzumachen, vor den ganzen Leuten, die hier stehen? Schämen Sie sich nicht, wie respektlos das einfach ist. Dieser Junge tat mir so leid. Weißt du, mir ist es kackegal, ob meine Tochter einen Comic liest, ein Bilderbuch, ein... Ist doch scheißegal, Hauptsache sie liest. Hauptsache sie übt und sie wird besser und sie liest. Und das wird hier auch in diesem Buch nochmal deutlich, deutlich, deutlich hervorgehoben.
jeder hat eine andere Leidenschaft. Jeder möchte was anderes lesen. Es gibt die Leute, die nur Sachbücher lesen. Es gibt die Leute, die nur Comics lesen. Es gibt die Leute, die nur Romane lesen, nur Thriller, nur Gott weiß was. Und für jeden Leser gibt es das richtige Buch, wenn man ihn lässt. Und wenn ich von Anfang an bei meiner Tochter kritisiere, dass sie Bücher nur noch über Polizisten liest und kannst du nicht mal was anderes entdecken, dann wird sie es nicht lesen. Und sie wird auch keinen Spaß dran haben, wenn ich sie zwinge, etwas zu lesen, was sie nicht will. Und ich finde, ich stand dann so da und dachte mir so, und ich kann mir echt in den Arsch beißen, dass ich nichts gesagt habe. Weil ich einfach das Gefühl habe, hätte dieser Junge sich dieses Minecraft-Roman genommen, dann hätte er etwas gelesen. Und wahrscheinlich wird er dieses Buch, was er sich dann stattdessen ausgesucht hat, nicht lesen. Weil es eigentlich nicht das war, was er wollte. Nicht das, worauf er Lust hatte. Das wird in der Ecke landen. Und in dem Kopf dieses Jungen bleibt, ich bin dumm und ich kann sowieso nicht das Richtige machen. Ich bin so wütend auf mich. Auf mich, dass ich nichts gesagt habe. Dass ich einfach zugeguckt habe, wie jeder Idiot auch. Dass ich nichts getan habe. Ihr könnt gar nicht nachvollziehen, wie wütend ich auf mich selbst bin. Natürlich bin ich auch wütend auf diesen Vater, aber ich bin viel wütender auf mich, dass ich einfach nichts getan habe. Und ein Appell an euch, Leute, sagt was. Sagt was. Seid schlauer als ich und sagt was. Es tut mir einfach so weh. Aber zurück zum Buch. Wie gesagt, es ist hier eine Erklärung am Anfang, warum Lesen so wichtig ist. Dann ein kleiner Exkurs, wie sind die Autoren zum Lesen gekommen. Immer wieder gibt es hier so kleine Anekdoten von Christoph Biemann, wie er zum Lesen gekommen ist, was sein Lieblingsbuch war, wie ihm seine Mutter vorgelesen hat. Also immer wieder so kleine Einschnitte von seiner Erinnerung. Dann haben wir, wie gesagt, halt Vorschläge. Wie mache ich das? Legen Sie doch einfach mal ein interessantes Buch mit einem Stückchen Schokolade oder irgendwas mal hin und beobachten Sie mal das Kind. Hören Sie an der interessantesten Stelle auf zu lesen, sodass das Kind selber weiterlesen möchte, weil Sie keine Zeit haben. Und. Also so kleine Tricks und ja, so Tipps, wie man halt eben ans Lesen kommt. Unter anderem halt eben diese Leseecke schaffen. Und ja, und ich finde, alles in allem fand ich das Buch unglaublich interessant. Es ist halt gut für jemand, der einfach mal Argumente dafür finden möchte, warum jemand lesen sollte. Es ist gut für Eltern, die zwar vielleicht schon wie ich lesende Kinder haben und trotzdem nochmal so einen kleinen Hinweis haben möchten, was kann ich noch besser machen? Wie kann ich dem Kind nochmal den Zugang nochmal ein bisschen erleichtern? Und es ist interessant für Eltern, die gar keine lesenden Kinder haben und Probleme haben, den Kindern das schmackhaft zu machen. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich für jeden was, dieses Buch zu lesen. Es ist echt nicht dick. Es hat gerade mal, also Text, Fließtext sind es gerade mal 172 Seiten. Und dann gibt es nochmal Internetseiten, auf denen man sich bewegen kann. Es gibt ja Alitas Akademie, kjl.de, also Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, Akademie für Leseförderung, Lesestart, Kinderbuchcouch, Kinderbuchlesen. Später für die Schule gibt es auch noch eine Antolin-Seite. Das macht aber tatsächlich nur Sinn, wenn die Schule auch mitmacht. Dann kriegt man einen Account, einen Zugangsaccount, und wenn man halt genug Punkte gesammelt hat und sowas, also man kann praktisch, man liest dann ein Buch, dann testet man sich in Quizfragen, wie viel man von dem Buch wirklich mitgenommen hat, ist super dafür zu gucken, ob das Kind nur einfach die Buchstaben liest, was ja ganz, ganz oft der Fall ist, dass die Kinder einfach nur die Buchstaben lesen und sich so auf die Buchstaben konzentrieren, dass sie nicht wissen, was sie gelesen haben. Mit diesen Quizfragen kann man wirklich testen, ob die Kinder wirklich wissen, was sie gelesen haben, dass sie sich halt eben auch auf den Text konzentrieren. Und wenn sie dann genug Punkte gesammelt haben bei diesem Quiz und sowas, dann gibt es halt eben irgendwelche Kleinigkeiten von der Schule wie Hausaufgaben frei, keine Ahnung, was für ein Gedöns. Also das ist halt in Funktionalität mit der Schule. Kann man sich aber informieren, ob die Schule da mitmacht, dann kann man sein Kind da anmelden und dann kann das Kind Punkte sammeln. Finde ich großartig, weil, so habe ich zumindest gemerkt, dass meine Kinder wissen, was sie lesen und nicht einfach nur lesen. Und ich habe das bei ganz vielen, ich habe früher sehr viel Nachhilfe gegeben, bei ganz, ganz vielen habe ich das gemerkt, dass es tatsächlich das Problem ist, ich lese, aber ich weiß nicht, was ich lese. Und diesen Schritt von sich auf die Buchstaben konzentrieren und aber dann auch auf den Text zu konzentrieren, ist halt schwierig für viele Kinder. Und
Deswegen ist es ganz gut, so einfach zur Kontrolle. Deswegen gibt es ja auch ganz viel bei diesen Leserabe, Lesetiger und Büchern. Gibt es ja auch ganz, ganz oft ganz hinten nochmal Fragen oder zwischen im Text am Ende von jedem Kapitel eine Zwischenfrage, ob man weiß, was man im Kapitel gelesen hat. Ja, also es gibt da eine Menge Bücher, die richtig, richtig cool sind und die Auswahl an Themen ist gigantisch. Also man kann sich da wirklich hineinleben. Und hier hat man so einen kleinen Hilfsbuch dazu, wie man das am besten halt angeht. Und deswegen sage ich, es ist ein lesenswertes Buch, weil egal an welcher Stelle ich gerade bin, es ist interessant. Es ist einfach interessant, was er zu sagen hat, was er zum Thema Lesen, auch Gehirnentwicklung, was passiert mit dem Gehirn, wenn wir lesen. Einen kleinen Exkurs haben wir hier auch zwischen einem E-Book und gebundenes Buch. Also es steckt hier einfach eine Menge drin. Und ja, der Spruch, jedes Kind kann lesen, lieben, ja, abgesehen davon, dass jedes Kind lesen lernen kann, ist auch das natürlich möglich, dass man jedem Kind irgendwie sein richtiges Buch findet. Und ich bin schon immer der Meinung, noch bevor ich dieses Buch gelesen habe, schon immer der Meinung gewesen, dass wenn ein Leser nicht Leser ist, also wenn jemand sagt, ich lese nichts, ich mag nicht lesen, dann ist da meiner Meinung nach irgendwas in der Vergangenheit schiefgelaufen. Hat er das falsche Buch gelesen? Ist er tatsächlich nur mit Lektüre in der Schule gestartet? Natürlich ist es ein bisschen mit Zwang verbunden. Wurde er vielleicht als Kind gezwungen zu lesen, obwohl er einfach keine Lust drauf hatte und. Es gibt tausend Sachen, die einen Grund dafür legen können, dass man einfach keine Lust mehr hat zu lesen. Und ich finde es schade, deswegen wollte ich es bei meinen Kindern einfach unbedingt anders machen. Und habe ihnen von klein auf gleich so dieses Knisterbüchern zum Umblättern gegeben aus Stoff und. Dann eben gibt es jetzt von, ist es Ravensburger oder ist es Carlsen? Ich bin mich genau sicher. Es gibt so diese Bücher, die reißfest und lutschfest sind, sodass das Kind es nicht einweichen kann und auch nicht zerreißen kann. Also ganz, ganz, ganz tolle Bücher gibt es für junges Publikum, um schon halt eben diese Berührung mit dem Umblättern und sowas zu haben. Also ganz, ganz, ganz toll. Das Einzige, was mir hier so ein bisschen gefehlt hat, war halt eben tatsächlich der Zugang zum Lesen von früh. Also hier geht es eher um Kinder, die halt anfangen zu lesen, die gerade wirklich mit den Buchstaben beginnen, die einfach lesen. Und ich finde, Lesenförderung beginnt schon im Babyalter. Wie gesagt, eben durch diese Knisterbücher, durch Bücher, die halt eben Handpuppen drin haben oder... keine Ahnung, was gibt's noch? Geräuschebücher und. Ich finde, da beginnt schon Leseförderung. Denn bringt man diese Bücher schon den Kindern nicht nahe und zeigt nicht, dass in Büchern so viel Potenzial steckt, warum sollte das jetzt plötzlich aus heiterem Himmel etwas entdecken? Klar geht das, und das wird ja auch beschrieben, wie man halt eben da herankommt, auch aus älteren Kindern Leser zu machen. Aber ich finde halt eben persönlich, Leseförderung beginnt schon sehr früh. Und es ist von Vorteil, wenn man es sehr früh beginnt. Deswegen fehlt mir so dieser Exkurs zum ganz kleinen Kinderalter. Aber gut, hier geht es eher darum, wie schaffe ich es, aus einem Kind, das anfängt zu lesen, wirklich einen Leser zu machen. Oder eben, wenn ich merke, er verliert jetzt gerade Lust am Lesen, wie mache ich das wieder besser? Auch mit einem Augenzwinkern die Kirche im Dorf zu lassen und tatsächlich mal dem Kind vielleicht mal ein bisschen Zeit gönnen, nicht zu lesen. Jeder von uns hat mal eine Leseflautezeit und jeder von uns hat mal keinen Bock zu lesen. Und daraus muss man nicht gleich ein Drama ausmachen, weil das Kind mal keine Lust hat. Ich habe es an meiner Tochter gemerkt, so eine Woche vor den Osterferien, da war ja schon Corona und wir waren schon alle hier im Haus, war die aber trotzdem so überfordert mit diesen Aufgabenstellungen, die wir noch zu Hause gemacht haben und, weil die Zeit zwischen Weihnachtsferien und Osterferien sehr lang ist, für Erstklässler vor allen Dingen, die ja noch nicht gewohnt sind, so viel still zu sitzen, das alles noch lernen müssen, die war fertig. Die hatte keinen Bock mehr zu lesen. Die hatte als Hausaufgabe, jeden Tag mal 3 Minuten zu lesen. Das war die Hölle. Ich habe ihr irgendwann mal, gesagt, dann lass es einfach. Dann lies mir was vor. Mal einen Artikel, keine Ahnung, aus ihrer Lego-Zeitschrift oder sonst irgendwas. Dass man da einfach diese 3 Minuten halt Hausaufgabe erfüllt, aber das Kind nicht unter Druck setzt. Und als die Hausaufgaben im Osterferien aufhörten und wir tatsächlich Osterferien gemacht haben, hat sie plötzlich jeden Tag selbst und freiwillig wieder gelesen. Also jeder hat so seine Phase, entweder emotional oder situationsbedingt oder sonst irgendwas. Jeder liest mal ein bisschen weniger. Und auch da ein bisschen entspannter sehen, das steht hier auch drin, ein bisschen, ja.
Warum Lesen für Kinder so wichtig ist, wie ihr Kind spielerisch zum Lesen findet, was sie tun können, um Lust auf Lesen zu machen. Genau so steht hier alles drin. Und ich kann es wirklich empfehlen. Bedingungslos für jeden, der sich irgendwie zum Thema Lesen interessiert, zum Thema Lesen lernen, was auch immer. Unglaublich interessant und für alle anderen einfach ein spannendes, unterhaltsames Buch. Es ist wirklich sehr, sehr cool geschrieben, locker und leicht und macht echt Spaß. Ja, das war's von mir zu diesem Buch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dann.